Willkommen zum Freedom Friday, unserem Freiheitsfreitag bei Joe Nimble. Jeden Freitag machen wir eine kleine Serie über das Thema Zehenfreiheit und heute habe ich euch was ziemlich Offensichtliches mitgebracht, einen High Heel, ganz modern. Was ich euch zeigen möchte, ist die symmetrische spitze Form vorne und natürlich auch der hohe Absatz. Beides ein Problem, der hohe Absatz bringt den Körper in eine Imbalance, das ist ziemlich offensichtlich. Was aber noch offensichtlicher ist, ist diese spitze Form vorne. Wenn ein Schuh vorne spitz und symmetrisch geformt ist, wird die Funktionalität des großen Zehs komplett aus der Gleichung rausgenommen und der große Zeh kann nicht mehr ankern und stabilisieren und somit den Rest des Körpers unterstützen. Warum ich den Schuh mitgebracht habe, ist, die meisten Leute denken, naja, in Sneakern habe ich ja dieses Problem nicht. Ich möchte euch zeigen, in Sneakern habt ihr das gleiche Problem, denn auch Sneaker sind symmetrisch geformt. Zehen werden vorne eingezwängt, genauso, vielleicht nicht ganz genauso, aber trotzdem werden die Zehen vorne eingezwängt. Der große Zeh kann nicht ankern und stabilisieren und dadurch muss diese Instabilität im Rest des Körpers kompensiert werden. In einem Functional Schuh, Functional Footwear oder Funktionsschuh, wie wir ihn nennen, ist dieses Problem nicht vorhanden, weil wir vorne diese kompromisslose Zehenfreiheit haben. Das heißt, eine gerade Linie für den großen Zehen hier vorne und Platz für den Rest der Zehen an der Seite. Mit Functional Footwear hat der große Zeh ausreichend Platz, den großen Zehen zu ankern und zu stabilisieren und somit den Rest des Körpers zu unterstützen, sodass er sich entspannen kann, dass keine Triggerpunkte entstehen und dass man einfach funktional natürlich sich bewegen und stehen kann. Das war's für heute. Ich freue mich auf nächste Woche. Bis dann. Ciao.